Wir haben hier wunderschöne Details in dem Hintergrund. Nee, das schneiden wir mal alles raus. Wir machen das nochmal von vorne. Los geht's. Beschert uns Display mit dem Auftakt des ersten Jurassic Park Displays eventuell eine neue Serie? Beschert uns Display mit dem Auftakt von T-Rex on the Loose und dem ersten Teil von Jurassic Park eventuell eine neue Serie, die weitergeführt? Beschert uns Display eventuell mit T-Rex on the Loose und damit dem ersten Teil der Jurassic Park Serie eine. Aber im Vergleich zu anderen Displays, gerade Splashing, nee, CS, Clashing Spades. Kommen wir zu den Glow in the Dark Effekten und das ist das eigentliche Highlight. Kommen wir zu den Glow in the Dark Effekten und das ist eigentlich das Highlight dieses Displays. So wie das. Allerdings ist es aber auch nicht ganz so leicht zum Leuchten zu bringen wie die Star Wars Displays. Komplett perfekt für meine Begriffe. Ich habe die Punkte genannt, die mir nicht ganz so gut gefallen. Ich habe die Punkte genannt, die mir nicht ganz so gut gefallen. Nach A Night in Flames veröffentlicht. Das Display leuchtet im Dunkeln. Das schauen wir uns jetzt aber alles mal. Mit The Knight Rider von Dominik Meyer. Mit Clashing Spades sehen wir von Displate ein Limited Edition. Hä? Mit Clashing Spades sehen wir eine Limited Edition. Warte, Kitsune Yumiko, genau. Und das soll es dann auch schon gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.